Ja, hallo, servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von Odyssey im Auftrag des Königs. Wir befinden uns hier in einer Höhle, wo Igor steckt. Und wir hatten ja in der letzten Folge gesehen, dass er sich ja äußerst gesträubt hat, das Amulett von Telem herauszurücken. Und jetzt werden wir ihn einfach mal herausfordern. Ah. Na los, Igor, geh kaputt. Ah, ich bin kaputt. Scheißendrick. Gold, das ist schon mal meins. Ja, ich habe natürlich jetzt meine Strategie jetzt völlig umgehauen. Wir müssen es anders machen. Also, ich muss es anders machen. Wehr dich. Komm her, Penner. Hanno, Mann. Schlag ich hier ins Leere. Und er aber auch. Ich habe eine Idee. Ah, wieso laufe ich mitten in die Schusslinie, hätte ich beinahe gesagt. Ah, Mann. Hauen ab. Okay, hat auch ein bisschen was einstecken müssen. Oh, nicht parallel laufen. Okay, und jetzt, ja, Igor haben wir erledigt. Ein bisschen Schaden genommen. Mal gucken, was er hat. Er hat Käse, Weidenbeere, Waldbeere. Und da ist auch das Amulett der Magie. Magie. Mal gucken, was Igor so sagt. Los, steh auf, Clan Igor. Darüber reden wir noch. Hm? Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Na, was willst du? Okay. Anhalten. Stopp. Igor, komm, sag was. Wo will er denn jetzt drauf los? Hallo. Ich spreche ihn an. Es passiert nichts. Und jetzt ist irgendwie der Fehler drin. Muss ich wohl nochmal neu machen. Na super. Dann werden wir es mal laden. Speichern. Und zwar auf einem anderen. Auf einem anderen Platz. Und dann nochmal neu laden. Vielleicht kann es ja sein, dass es dann wieder resettet wird. Na, das sind so kleine Fehlertjes, die können passieren. Ja. Da ist schon auf jeden Fall. Verdammt, tat das weh! Das ist doch immer dasselbe mit euch. Erst wenn ihr eins aufs Maul bekommen habt, scheint ihr zur Besinnung zu kommen. Genau, so hat's geklappt. Wunderbar, so hat's geklappt. Dann brauche ich nicht mal neu anfangen, das ist gut. Was können wir dem Igor noch so anbieten? Und jetzt komm mit? Und jetzt komm mit. Wohin? Na, wohin schon? In den Knast natürlich. Da gehören Diebe nun mal hin. Hey Mann, bleib locker, wir können über alles reden. Ah so. Ja. Und was heißt das jetzt konkret? Ich mache dir ein Angebot. Wenn du mich laufen lässt, dann... Dann? Dann bring ich dir den Taschendiebstahl bei. Außerdem kannst du deine Geschicklichkeit bei mir steigern. Wie sieht's aus? Gehst du auf mein Angebot ein? Oh, das ist jetzt wieder so eine Entscheidung. Nichts da in Ordnung. Naja, Geschicklichkeit und Taschendiebstahl kann ich ja schon. Aber okay, lassen wir mal laufen, denke ich mal. In Ordnung, ich lasse dich laufen. Danke, Mann, das werde ich dir nicht vergessen. Mein Name ist übrigens Igor. Also, wenn du was über den Taschendiebstahl wissen willst, nur los. Auch dein Geschick kann ich steigern, wenn du willst. Na gut, Igor. Wo kann ich dich finden? Hier. Ist immer noch der sicherste Ort auf der Insel. Naja, wenn du das meinst. So, ich will geschickter werden. Ich will geschickter werden. Okay. Die gleichen Geschichten. Also Taschendiebstahl kann ich ja schon. Deswegen wird das ja auch nicht angezeigt.
gucken wir mal. Gelernt, gelernt, Taschendiebstahl, gelernt. Gut. Okay, dann, wir haben ja das Amulettchen von Telem. Und jetzt gehen wir mal wieder in die Stadt. Wer schläft denn hier noch? 12.48 Uhr, war wohl Mittagsschlaf. Okay, auf zu Telem. Ah, ich sau hier wieder rum. Hallo, hat jemand einen Verbandskasten hier? Ah ja, einen ganz großen. Machen wir mal bis 15 Uhr schlafen. Mit Katrin. Wache. Was passiert, wenn ich hier das Ding anfasse? Was passiert, wenn ich das mache? Habe ich die Wache ausgeschlossen? Huhu, Wachen. Hey, du. Okay, passiert nichts. Die beschweren. Hey. Die beschweren sich gar nicht. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr hier? Lass mich in Ruhe. Okay, na, wollen wir dann mal nicht so sein. Machen wir die Winde. Er dreht in eine Richtung. Die Winde geht in die andere Richtung. Herrlich. Hat mit der Anni nicht so geklappt. Müssten wir nochmal verbessern. Das war auch im Burggarten so. Athanos. So, in die heiligen Hallen. Auf zu Telem. Ganz schnell. Hoch. So, und bevor ich das Amulett übergebe, will ich doch mal wissen, was das Ding eigentlich für Kräfte hat. Hier wird er sein. Immer schön hoch. Laufen. Ah, da ist er. So, mal gucken. Telems Amulett. Amulett der Priester. Amulett hier, da ist es. Mana Bonus 10. Ach so, wenn es weiter nichts ist, können wir ihm das ruhig geben. Hey du. Hier bringe ich dir dein Amulett. Sehr gut. Doch was ist mit dem Dieb? Der wird keinen Schaden mehr anrichten. Okay. Gut. Hier hast du wie versprochen deine Belohnung. 400 Gold, zwei Gegenstände. Okay. Was habe ich denn erhalten? Das kann ich jetzt hier nicht raus. Ach, ein paar Tränke oder sowas? Weiß ich jetzt nicht. Oh, ich habe nur noch 27 Pfeile. Sim, sim, salabim. Alchemitisch. Kann ich denn schon was machen? Habt ihr wahrscheinlich keine Rezepte. Sumpfkraut verarbeiten. Grünen Novizen herstellen. Ach, wozu eigentlich? Geschärfte Klinge vergiften. Oh. Mana-Tränke brauen. Heiltränke brauen. Spezielle Tränke. Schnaps brennen. Besondere Pfeile und Bolzen herstellen. Schwarzpulver herstellen. Tabak mischen. Stängel drehen. Kann ich denn Schwarzpulver herstellen? Nein. Geschärfte Klinge vergiften. Geht auch nicht. Mana-Tränke, Heiltränke brauen. Geht natürlich auch nicht. Da brauche ich Rezepte für. Spezielle Tränke brauen. Das sind bestimmt irgendwelche Permatränke. Ah, Schnaps brennen? Geht auch noch nicht. Okay. Besondere Pfeile und Wurzeln herstellen? Auch nicht. Gut, okay. Dann kann ich nichts am Alchemietisch großartig machen. Gucken wir mal ins Logbuch, welches da heißt. Der Dieb ist... Ja, der ist erfüllt. Ich habe... Ja, gut. Ingolf, Igor, der Dieb, Telems Amulett, der Dieb Amulett. Muss ich noch jemandem Bescheid sagen, dass ich das gebracht habe? Oh, gucken wir mal. Warte. Oh. Könntest du für mich noch einen Auftrag übernehmen? Aber gerne. Und was geht es denn? In den südlichen Bergen der Insel gibt es nahe der Küste einen Adanos-Schrein. Dieser wird von den Bewohnern von Tamora regelmäßig besucht. Das heißt, seit letzter Zeit nicht mehr. Und warum nicht? Tja, wenn ich das nur wüsste. Aus irgendeinem Grund wird der Schrein gemieden. Da geht auf jeden Fall was nicht mit rechten Dingen zu. Finde heraus, was die Ursache ist.
Wenn dir das gelingt, werde ich dir zur Belohnung 200 Goldstücke geben. Einverstanden? In Ordnung. Ich übernehme den Auftrag. Das ist doch schön. Adanos-Schrein. Ach ja, das war da unten irgendwo. Wer ist er denn hier? Okay. Gut, ist nur so ein Ding. Ja, der Adanos-Schrein. Da haben wir doch irgendwie... Oder war das ein Innos-Schrein? Nee, das war ein Pfeil. Der Handweiser hat ja gezeigt, auf zum Adanos-Schrein. Da habe ich den Schlüssel nicht für. Jetzt muss ich mich wieder erinnern, wo ist dieser Adanos-Schrein? Der war bei dem Schäfer mit dem Greif. So war es. Reaktionen. Das wird lustig, der Adanos-Schrein. Wo soll ich denn da jetzt hin? So, da sind ganz normale Wachen. Ja, den Schatz habe ich noch nicht geborgen. Wegen diesem blöden Wassergolems. Wenn das jemand gesehen haben sollte. Ich muss mal... Ne, er hat kein Dings. Ich brauche ja Federn. Darf ich... Adam, darf ich mal kurz deine Kochnische benutzen? Oh, 24 Fleischdrücke. Nicht so viel. Ja. Dann auf zum fröhlichen Jagen, hätte ich beinahe gesagt. Wenn ich aber hier überhaupt nur 27 Pfeile habe und ich habe ich überhaupt Federn, das sieht nicht so gut aus. 8 Schreibfedern habe ich, ja toll. Da muss ich mal wieder hier bei unserem schönen Flint ein bisschen was kaufen. Halt, nee, Finko heißt er. So, Finko. Such dir. Ja, ich suche mir schon was aus. Und zwar, ein paar Pfeilchen bräuchte ich mal. Was haben wir denn hier? Pfeil und Bolzen. 45 Pfeile, das ist ja nicht viel, ne? Hat nicht jemand noch mehr? Okay, der Schmied vielleicht da oben. Okay. Hätte ich ja vorher hingehen können. Hey, Robert. Hey. Irgendwie bei, wie man magische Erzwaffen, das kann ich noch alles gar nicht. Achso, Zubehör. Wie sieht's? Was brauchst du? Pfeile. Nee, doch. Ah, hat er. Bolzen. Genau, 100 Pfeile. Die werden wir uns jetzt mal schön einverleiben. Naja, nicht einverleiben. Das wäre... Das würde schmerzen. Ja. Okay. Was war das? Wahrscheinlich hier Schmiedefeuer. Aber Rohstein, hier liegt noch Rohstein rum. Junge, warum lässt denn hier den Rohstein einfach so rumliegen? Das geht gar nicht. Okay. Die Türe öffnen. Und ich hoffe, dass ich dann die Pfeile schärfen kann. Und das war's. Gucken wir nochmal sicherheitshalber in unser flammendes Inventar. ja. Auf nach oben. Und wir haben hier... Hier sind nochmal 5 normale Pfeile. Also einzelne Pfeile kann man nicht schärfen. Das ist ja dull. Okay, 167. Damit lässt sich leben. Und runter. Wieder mal zum Eingang. Bei dem Wetter. Bäh. Wohl. Nee. Zurzeit ist es sehr warm. Draußen, in der Realität. Josef, du hast doch mal erzählt. Du. Vom Diebstahl. Nö, da will er nichts wissen von. Ja. Jetzt muss ich mich mal erinnern. Wo war denn jetzt der Adanos-Schrein? Ich meine, wir müssen irgendwie linke Hand runter. Ach, hier sind ja noch ein paar grüne Feldräubertjes. Heißen die Feldräuber? So. So, und irgendwo glaube ich hier runter. Das
Zum Wachturm, zum Adanos-Schrein. Richtig. Adanos. Adanos, Adanos. Was uns da so alles erwartet. Richtung Adanos-Schrein. Ja, richtig. Da war hier so ein lustig Felsen. Auf jeden Fall abspeichern und nochmal gucken. War der irgendwie hier oben drauf oder dahinter? Handweiser. Wo ist ein Handweiser? Ah, hier ist ein Handweiser. Zum Adanos-Schrein. Also hier hoch. Und wenn mich nicht alles täuscht, werden hier bestimmt wieder irgendwelche ungezieferartigen Kreaturen gespawnt. Generiert. Ach, hier kann man auch runter. Ja, das war ja mehr schon. So. Ah, hier ist es gut. Zum Adanos-Schrein. Ich bin gespannt, was da jetzt los ist. Wahrscheinlich ist da ein Riesenvieh oder sowas. Hör ich schon was? Ja, natürlich ist da was. Doch gesagt, ein Riesenvieh. Ein Goggolem. Ja. Muss ich einen Hammer? Habe ich wohl nicht, oder? Muss ich mal in meinem Inventar schauen. Weil wenn das ein Steingolem ist, dann kann ich den eventuell mit dem Hammer kaputt kloppen. So wie ich es in alter Manier gewohnt bin. Ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall ist, aber so wie es aussieht, habe ich hier keine Hämmer. Ich habe keine Hämmer, weil ich alles verkauft habe. Das ist ja wohl der absolut übelste eins. Nee, das sind ganz normale, dumme Dinger. Scharfe Waffen. Vielleicht liegt er hier irgendwie. Da ist was. Hier ein Hammer. Kann ich den anziehen? Nee, kann ich nicht anziehen. Das ist ja nur so ein Item. Jo, da ist er. Mal gucken, eben. Ein Steingolem, richtig. Wie kriege ich den weg? Ich habe keinen Hammer. Guck. Ah, er hat mich gewittert. Vielleicht fällt er runter. Ja, natürlich, richtig. Er fällt runter. Vielleicht kann ich ihn da doch irgendwie hier anfechten. Oh, das braucht. Alter Schwede, braucht das. Los, hau mich. Oh, jetzt hat er mich aber ganz schön gehauen. Oh, und mich zertreten hat er auch noch. Nicht schön. Na, vielleicht sollte ich doch mal jetzt mal endlich meine schwere Golem-Rüstung anziehen hier. Die ja auch so toll sein soll. Okay. Und dann werden wir mal versuchen. Irgendwie doch noch. Müßigst den Steingolem zu versteinern. Ne, der ist ja schon versteinert. Okay. Ein bisschen Abstand nehmen. Die Waffe ziehen. Oh, los, hau ab! Nicht so nah dran, Roland. Nicht so nah dran. Oh, das kann langer Kampf werden. Oh, Alter, das hat... Doch, der hat was gebracht. Die Rüstung bringt was. Oh, der haut einfach da. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh, weia. Oha, 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 oha. Ich hau hier auf Stein rum. Oh, er kommt auch noch. Wer ist er denn? Alter, nee, das schaffe ich nicht mehr. Ach, ich bin schon hin.
Ja, der Golem, der Steinige. Ich bin mal gespannt. Ich meine, er ist ja so träge, da könnte man doch eigentlich im Grunde genommen... So. Guck, guck. Goggle Golem. Wo ist er denn? Oder sonst hier um die Ecke? Ach, da, wo es Qua... Ja, da ist er. Ja, okay. Muss mir erstmal Freiraum verschaffen. Ganz wichtig. Damit ich besser ausweichen kann und hier nicht von diesem blöden Felsen stürze. Mhm. Na? Du sollst mir folgen. Okay. Ein putziges Ding. Das ist so putzig. Okay. Na? Shit, ich muss ihn irgendwie versuchen. Hier in Richtung... Ja, genau, richtig. Oh, hat er mich erwischt. Hau drauf auf den Golem. Stein zu Stein. Ja, so geht's auch irgendwie, ne? Wundert mich, dass mein Degen das mitmacht. Oh Mann. Er schubbert sich am Felsen rum. Ja, so geht's auch. Immer schön die Gegner an die Wand drücken. Wie beim Boxen in Seile. Und auch mal ab und zu mal was einstecken. Aber bitte nicht zu viel, weil ich nämlich dich jetzt gerne... Mist. Ja. Oh, da zerfällt er. Nicht zu plündern. Was? Da ist nicht zu holen. Gibt denn kein steiniges Herz? Na. Okay. Na, das war natürlich mal eine schnelle Aufgabe. Noch ein paar Anläufen natürlich. So. Gucken wir mal. Was ist denn mit dem Adanus-Schrein so auf sich hat. Hier ist was. Ein Stumpfenholz. Nee. Kein Holzenstumpf. Nachher ist da noch einer. Dann werde ich doch mal lieber ein Getränk zu mir nehmen. Bei der Hitze lieber eins on the rocks. Ah ja, da ist das Vieh. Nee, das ist das ein Adanus-Schrein? Ach. Ach, du liebes bisschen. Was haben wir denn da für Peoples? Ah, ich muss meine Rüstung ändern. Weil die bringt ja nur was, wenn... die bringt ja nur was, wenn ich irgendwelche Golems als Gegner habe. Na? Falsch. Oh. Falsch gedrückt eben. Ein großes Sorry erstmal in die Runde. Das geht gut aus. Das geht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, Sicherheitshalber nochmal abspeichern. Weil ich hatte mehrere gesehen. Oh, Goblin-Skelette. Ich dachte irgendwie, die wären total übelst gefährlich drauf hier. Na, wo seid ihr denn? Die Gobo-Skelettchen? Da. Oh, gleich zwei. Okay. Na. Auch solche tricksigen Peoples hier. Naja, sind ja keine Peoples mehr. Die sind ja schon längst bis auf die Knochen abgemagert. Ja, 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 ja. Bum, bum, bum. Ja, Kämpfe bei Sonnenuntergang. Die haben so einen ganz besonderen Reiz. Was Romantisches. Oh ja. Oh, ein Schlag. Und Quest Adanos Schrein.
Quests Adanos-Schrein. Ich habe 5 Goblin-Skelette am Adanos-Schrein entdeckt. Diese waren wohl die Ursache dafür, dass die Bewohner von Tamora den Schrein gemieden haben. Das sollte ich sogleich Telem melden. Haha, und was war mit dem Steingolem? So, ach, hier ist noch eine Axt. Erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Ach, hier, ach, so ein Teil. Ich glaube, das wird nichts. Der versprüht ja Gift, richtig. Der kleine Giftfliege sich versprüht Gift. Na, okay, trotzdem kann ich heute eine Runde pennen. Ja, eine Perle. Hier gibt es sogar Sachen. Eine Klappmuschel, eine Hornmuschel. Reines Mana. Reines Mana? Wie ist denn das zu verstehen? Reines Mana. Okay. So, Adana-Statue. Beten, heilen, Ende. Moment mal. Beten, heilen, Ende? Was ist denn heilen? Vollständig geheilt. Wow! Ja, was kann man, wenn man betet? Ich will beten und spende 100 Goldstücke, 50, 25, beten und beten. Und, ach, was soll ich denn machen? Ich investiere mal 100 Goldstücke, mal schauen. Verstehe. Ein Magiewesen. Okay. Schön. Beten beim Adanos-Schrein im Sonnenuntergang. Liebe Freunde, zurück zur Stadt, zu Telem. Oh, gibt's denn keinen Teleportstein zu Telem? Das wäre so toll. Deswegen muss ich hier mal diese Flickflacks machen. Na, stolpert er da über den Sockel? Oh, ah, ja, diese Treppen kann man auch spurtig hochspurten. So, gleich sind wir bei Telem da. Da gibt es wieder ein bisschen... Warum? Der macht wieder irgendwelche Magiegeschichten. Und? Warst du beim Schrein? Ja, war ich. Und ich habe die Ursache gefunden, warum dieser gemieden wurde. Und? Was war die Ursache? Untote Goblins. Was? Untote Goblins? Wo kommen die denn plötzlich her? Keine Ahnung. Irgendjemand muss sie wohl an diesen Ort beschworen haben. Dann stecken bestimmt die Orksöldner dahinter. Sehr wahrscheinlich wollten sie verhindern, dass die Bewohner sich am Schrein heilen lassen. Kann schon sein. Auf jeden Fall habe ich mich um die Goblin-Skelette gekümmert. Der Schrein kann also wieder besucht werden. Gut. Ich danke dir. Hier hast du deine Belohnung. Na siehst du, 200 Gold erhalten. Das ist richtig klasse. Ja, dann gehe ich jetzt ins Bettchen. In die Haie. Und werde mal diese Nacht überschlafen und am nächsten Tag eine neue Folge spielen. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und tschüss.